Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Derzeit befinden wir uns in den Katakomben unter der Villa des Dons mit Leslie zusammen, der uns auf diese Mission mitgenommen hat, beziehungsweise der uns braucht. Und wir suchen derzeit den Don. Allerdings wurde uns in der letzten Folge ein Schlüssel geklaut, den wir dann gefunden haben, beziehungsweise nach einer Schnitzeljagd bekommen haben. Und nun können wir uns endlich auf den Weg zum Don machen. Allerdings müssen wir noch eine Kleinigkeit zwischendurch erledigen. Ich wünsche euch viel Spaß. Na warte, Corneo. Wenn ich dich in die Finger kriege. Nein, Corneo gehört mir. Wie? Nein! Bitte. Verstanden. Wasser weg. Komme wieder. Die machen wir platt. Ja, eine nach dem anderen. Gegenstände, was? Gigabombe, 500 Punkte. Und Gravitonsphäre, okay. Wegen dem Prinzen. Friss. Ja. Das war doch schon mal ein Anfang. Dann übernimm. An die Arbeit. Los. So, Kampfsphäre. Gegen den Prinzen. Kampfsphäre. Gegen den Prinzen. Oh, ja, 50 mal gesprungen wieder. Ist okay. Alleine schaffe ich das nicht. Du bist am Zug. Lass mich mal. Na, komm ruhig. Gegenstände. Grabisphäre gegen den Prinzen, bitte. Viel Spaß damit. Es geht los. Ah. Cloud ist tot. Oh nein, ey. Hier kommt Barret. Ich hab nicht genug trainiert. Engel gegen Cloud. Tiefer. Mach bitte so lange du kannst noch Gebet. Meine Fresse. Versuch's. Was geht denn hier ab, ey? Okay, Barret. Vitra gegen dich. Das tut gut. Okay, und dann werfen wir eine. Das aus irgendeinem Grund explodiert. Bitteschön. Schluss mit lustig. Oh, Krötenflug. Ich mach das. Tschüss. Okay, der ist besiegt. Und du bist schockanfällig? Ist mir egal. Keine Chance. Volle Kraft. Störung. Das war's. Klingenstrahl. Tiefer. Schnell, solange du noch kannst. Echt jetzt? Der ist unterbrochen. Ich werde nicht traurig sein, euch nie wiederzusehen. Weiter geht's. Froschring! Wenn ich jetzt immun werde gegen Frosch, ne? Raste ich aus. Ah, jetzt habe ich zwei davon. Geil. Aber ich wusste es ja eigentlich schon, weil ich schon einen hatte. Ich weiß, ich hätte es ausrüsten können, aber ich bin auch immer viel zu faul für sowas. Damit wäre die Suche nach Corneos Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Mach ich.
Auf Nimmerwiedersehen. Fischviechers. Nie wieder. Aber das ist schlimmer als der Boss. So, geschafft. Oh no? Achso, jetzt gehen wir zurück. Wieso rutscht er runter, ich aber nicht? Achso. Aha. Weil ich die Laufentaste drücken muss. Was hat es damit auf sich? Von innen verschlossen, was? Was ist der Rückweg oder was? Hä? Ey, was ist das für eine komische Tür? Das, meine lieben Freunde, ist eine sehr seltsame Tür. Das ist ein verdammt großer Bereich. Und da gehen wir rein. Okay. Wir kämpfen doch nochmal gegen Mami. Okay, wir ruhen uns kurz aus. Jungfernkuss. Danke für nichts. Ja, mach mal auf hier den Dreck. Was? Wartet hier kurz. Oh, das ist doch Mami. Ob der Typ da drinnen alleine klarkommt? Ich hab kurz gewartet. Oh, hier kann man sich nochmal ausruhen. Hm, was das wohl zu bedeuten hat. Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Oh, hier? Du kommst allein? Ja. Oh, hier? Und wo sind die Täubchen von Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belger zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Leslie. Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich hab den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte bababababam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 dem Erdboden gleich machen. Aber diese Belger haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Wallmarkt in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie. Dabei hatte ich eigentlich vor, dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Huh? Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch, hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo! Freu dich nicht zu früh. Hohi? Ihr hier? Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ah! Oh. 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 Ist er jetzt durchgeknallt? Hohi! Pech für euch! Denn ich schrei hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Oh. 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 Oh.
Mädchen, guten Appetit. Ade. Verdammt. Oh, dich kenne ich doch schon. Oh. Noch mehr Kiddies. Kümmern wir uns erstmal um den. Okay. Schnappen sich jetzt bestimmt alle so Sachen. Aber die sind ja gar nicht mal so stark. Hast du noch mehr Kinder? Ich glaube, da läuft mehr jetzt hinterher, oder? Alter, neben dir! Cloud! Wo ist es hinter? Noch mehr Kiddies? Hast du noch mehr Kinder hier irgendwo? Ah, dann laufen sie doch. Ah, da springen sie runter, die Schweine. Da! Erstmal die Kiddies umbringen. Für die überhaupt keinen Schaden bekommen, meine Teammitglieder, ne? Was macht der Große da? Hier ist irgendwo noch ein drittes Kind. Oh, Gesundheit, Zero. Danke, Zero. Wo ist das dritte Kind? Naja. Der wird schon kommen. Huch. Ich bin mad. Sturmeröffnung. Und da ist der Kleine. Der ist weg. So. Spezialeinsatz. Jetzt. Oh, schockanfällig. Impulsiv. Schluss mit lustig. Schockschuss. Rückwärtssalto. Rückwärtssalto. Oh, ein linkes Horn. Na gut. Na, kleines. Oh. Wasser? Fähigkeiten Klingenstahl gegen den. Auf Nimmerwiedersehen. Toll. Hör auf wegzuspringen. Was machst du denn da? Der provoziert mich. Um von seinen Kindern wegzulocken? Alles endet hier und jetzt. Aha, trotzdem Schaden bekommen. Ne, für dich noch nichts. Au! Ich okay. Zähl auf dich. An die Arbeit. Jetzt komm ich. Ein Gebet. Immer vorsichtig bleiben. Ja. Ja. Was war ich denn da? Noch ein Gebiet. Ich bin an deiner Seite. Barrett. Ich möchte gerne, dass du deine maximale Wut auf das Horn. Ich durchlöcher dich wie ein Sieg. Jetzt muss die kleinen Kinder töten. Wieso auch immer. Abwasser-Tsunami. Das andere Ohren habe ich mir ja schon mal kaputt gemacht, ne? Wieso wechselst du das Ziel? Na? Es geht weiter. Hier lebt ja noch. Gib auf dich acht. Jetzt habe ich hier. Zieh dich zurück. Alles endet hier und jetzt. Autsch. Ich glaube, ich mache dem Schwanz noch überhaupt keinen Schaden. Also ich würde glatt behaupten, wir wechseln mal auf das Horn. Aber ich glaube, damit kann ich das Horn nicht treffen. Spezialeinsatz.
Ich glaube, Barrett muss das Horn angreifen. Sturmöffnung. Ja, gut. Timing. Oh, perfektes Timing. Wir machen gegen das Horn. Immer vorsichtig bleiben. Dein Einsatz. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Okay, Fähigkeiten. Maximale Wut. Machen wir auf die kleinen. Die kleinen, dicken, schwachen. Oh, Cloud! Ich hab genug. Atomisator, geh in den Schwanz! Nimm's nicht persönlich. Ist er jetzt ab? Nein. Hat auf jeden Fall gut Schaden bekommen. Jetzt liegt es an dir. Mein Bestes! Ich greife mal am besten kurz die Kleinen an. Das tut mir so leid. Okay. Verzeih mir. Tiefer. Jetzt hab ich das nicht. Oh oh. Ich bin ja gar kein Fernkämpfer mehr. Beschwörung. Scheiße. Ah. Okay. Engel. Auf Cloud. Das bedeutet Rache. Alleine schaffe ich das nicht. Jetzt erst recht. Muss die Kleinen anvisieren. Genug. Okay, beschwören, Ifrit. Zeit zu kämpfen. So. Nichts überstürzt. Wurde schon ungeduldig. Komm, töte die Kleinen einfach. Genau. Dann machen wir Magie. Und Engel für Tifa. Mehr von den kleinen Jungen töten. Volle Ladung. Los, gib alles. Mach's durch. Ich leg los. Zack, das darf einfach nicht sein. Zack. Na? Kochendes Blut? Okay, Barrett. Auf Onkel Barrett ist verlassen. Schnell, bevor die Esper-Fähigkeit. Was machst du denn? Was war das denn? Ich will den Schwanz! Ich will den Schwanz weghaben! Ist der Schwanz jetzt bunt? Timing. Gut, dass du gerade gekommen bist. Erhol dich gut. Thema haben wir alles kaputt gemacht, außer ein Schwanz, oder? Nein, ich hab seinen Schwanz nicht kaputt gemacht. Scheiße, das wollte ich doch hinkriegen. So ein Dreck. Ne, Cornelius auf der anderen Seite. Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä?
Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man es erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Ein Wiedersehen. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Danke. Moment. Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. Wir hätten also auch diese Leiter benutzen können. Verstehe ich das richtig? Mach erstmal kurz die Tür auf hier. Aha! Wenn ich kann. Meine Lunge tanzt vor Freude. Hier entlang. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7. Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Danke. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden. Verstehe. Dann viel Glück. Gleichfalls. Gehen wir. Nur eine Sache. Ich muss etwas abgeben. Ja. Dann kommen wir hier auch zurück. Will ja ganz schnell. Oh, schön euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein, er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. Ja, sowas? Der Racheengel der Slums? Oh! Das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ehe ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Nice. Ja, bevor wir hochgehen, werden wir da auf jeden Fall nochmal reingucken. So, damit haben wir alle Quests erledigt. Und wir können beginnen, zur Hauptquest zu gehen. Oder hast du noch irgendwas Magisches? Das habe ich aus den Trümmern geborgen. Sieht noch brauchbar aus. So, etwas ganz Neues für uns. Oh, schade. Komm wieder, wenn du was brauchst. Wäre ja möglich. Na gut. Dann auf zum Erschließungsgebiet. Ganz schön hoch. Erfreut? Ja. Na, immerhin etwas. Aris braucht uns. Zeigen wir dem Teil, wer der Boss ist. Los.